Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu Diablo 3 Hardcore mit der Zauberin, mit unserer guten Jana. Ich habe sie schon mal erstellt. Ja, gestern, beziehungsweise was heißt gestern, eigentlich war es ja heute, noch schnell den Charakter auf Level 10 gezogen, damit wir endlich dann in Hardcore anfangen können. Und ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir starten einfach mal das Spiel und schauen uns das Intro an. Viel Spaß! Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen. Und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll. Um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Na, dann wollen wir diesem Schicksal doch mal gerecht werden, würde ich sagen. Ja, ihr seht eine kleine Besonderheit. Ich muss mal schauen, vielleicht blende ich das unten rechts am besten ein. Da stört es, glaube ich, am wenigsten. Und zwar seht ihr meinen Puls. Ich dachte, das wäre bestimmt recht interessant. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein.
Es wäre doch interessant zu sehen, willkommen Neutristram übrigens. Es wäre interessant zu sehen, wie mein Puls so in die Höhe schnellt, wenn man dann irgendwie, ja, kurz vorm Abrecken ist oder so. Und ich muss sagen, ja, momentan ist er echt recht niedrig sogar noch. Es ist ein bisschen komisch mit dieser Uhr, immer wenn der unter 80 fällt, dann blinkt die so komisch rum. Ich weiß auch nicht so wirklich, was das soll. So, wir schnetzeln uns hier erstmal durch die ersten paar Untoten, würde ich sagen. Das dürfte eigentlich noch gar kein Problem sein für uns. Ja, den Zauberspruch, den wir hier haben, das magische Geschoss, kostet keine arkane Energie. Die seht ihr hier rechts, die Arkankraft. Mana gibt es nicht mehr, zumindest nicht mehr für die Zauberin. Und deshalb achten wir jetzt einfach immer auf unsere Arkankraft, wovon wir genau 100 haben. Sprechen wir doch mal mit Hauptmann Rumford. Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem Stern, der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Rumford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Den wollen wir die mal gleich hier zurückdrängen, damit die endlich die Stadttore für uns öffnen können. So, auch die sollten kein Problem sein. Zur Not haben wir eh jetzt Leute, die da vorne hinrennen und uns die Gesellen hier vom Hals halten. So, ich weiß gar nicht, die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal zumindest einen Blick in die Beta riskiert haben damals. Also wie ihr seht, Moment, dann ist noch einer. Öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Sehr schön. So, hier unten gibt es nämlich diese Heilsphären jetzt, wenn man genug Gegner getötet hat. Ach, hier wird niemand verbrannt. Okay, Leute, lass uns eben zu Lea gehen. Ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Es ist das Ende der Welt. Seht ihr das nicht? Nee, sehe ich eigentlich nicht. Ja, ach übrigens, in der, genau, durch die Collectors Edition, das sind diese digitalen Inhalte, die man hier hat. Zum Beispiel habe ich hier diese himmlischen Flügel, mit denen ich rumrennen kann. Hat doch was, oder? Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Na gut, wir gehen jetzt erstmal in das Gasthaus zum geschlachteten Kalb und hören uns so an, was Lea zu erzählen hat. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Oh mein Gott, die Verwundeten verwandeln sich in Zombies. Wer hätte das nur gedacht? Ich bin jetzt noch besser. Yeah, ich bin jetzt noch besser. Für die Wirtschaft ist eiskalt das der Tod. Die zweite Stufe hier abkassiert. Und wenn wir mal eben hier raufschauen, seht ihr schon, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit, und zwar den Froststrahl. Feuert einen Strahl aus Eis in eure Blickrichtung, der dem Gegner, beziehungsweise dem ersten Gegner, auf dem er trifft, 215% Waffenschaden als Kälteschaden zufügt und ihn um 30% die Geschwindigkeit reduziert. So, das packen wir doch direkt mal auf Rechtsklick, würde ich sagen. Da ist das gute Stück. Und ihr seht schon, das zerrt jetzt doch schon ein wenig an unserer Arkankraft. Aber es geht noch. Ich werde mal eben kurz in Leas Zimmer gehen, Leute. Denn hier gibt es noch Leas Buch, das wir uns mal durchlesen sollten. Leas Tagebuch Teil 1. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... Tja, wenn nicht bald Hilfe eintrifft, was dann? Soweit ich weiß, gibt's hier drin sonst nichts weiter. Also lasst uns wieder gleich direkt rausgehen und die weiter Toten mit Lea quatschen. Überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Okay, also wieder raus hier. Ab zu Hauptmann Rumford. Der uns dann hoffentlich... In meiner genau Truhe sind noch 2 Tränke. Ha, wusste ich's doch. Und... Ach genau, hier können wir auch noch in Cains Haus gehen. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt sogar schon offen ist. Erfolg, stets einen Besuch wert. Okay,
Wofür ich den jetzt gerade gekriegt habe, weiß ich gar nicht so genau. Aber hier ist auf jeden Fall noch Deckard Cains Tagebuch Teil 1. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Okay, Deckard. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Daltin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! So, ihr habt's schon gehört, wir sollen jetzt diese scheußlichen Mütter töten. Ja, vor ein paar Tagen war ja erst Muttertag. Das trifft sich doch natürlich ideal. Und ich würde mal sagen, da können wir gleich mal unseren Eisstrahl an der testen. Ah, natürlich steht der Bengel mir da gerade wieder im Weg. Dort, das ist so, und ihr seht schon, da trotzt Mütter. Die Energie in den Ruinen, echt ziemlich die schnell runter. Hinunter, gibt es noch mehr von ihnen. Und damit haben wir auch unsere nächste Aufgabe bekommen. 3 scheußliche Mütter töten und wir finden auch unsere ersten Items, die wir natürlich gleich mal anlegen, denn wir haben noch gar nichts weiter momentan an. Ihr habt uns ja schon im Startbildschirm gesehen, wie abgefuckt wir eigentlich ausgesehen haben eben. So. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt doch mal in die auf die Straße nach Altristram und klatschen so ein paar scheußliche Mütter an die Wand. Da oben seht ihr schon so eine wandelnde Leiche, die ist ein bisschen stärker als diese Auferstandenen hier. Zack, und ich wir kriegen ein neues Wissen. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Ist ganz lustig, sobald man hier nämlich auf neue Gegner trifft, lässt Cain da so ein bisschen seinen Senf dazu ab. Und ja, ich bin jetzt gerade mal überlegen, ich weiß nicht, ob wir wirklich hier die ganzen kleinen, oh, ne Stachelscheusal, auch da können wir uns wieder was anhören. Mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Ja, was ich eigentlich vorher sagen wollte, da haben wir die nächste, scheußliche Mutter. Natürlich treffe ich die jetzt mal wieder nicht, wenn die so weit weg ist. Ihr seht schon, der Eisstrahl hat nämlich nur eine begrenzte Reichweite. So, und auch zu den scheußlichen Müttern gibt es hier ein neues Wissen. Deckard Cain war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. So. Ich würde sagen, wir gehen in den modrigen Keller, denn das ist die Frage, die ich eigentlich an euch habe. Wollen wir wirklich in jedes Gebiet hineingehen, das wir finden? Oder wollen wir so eine Nebengebiete wie dieses hier jetzt beispielsweise einfach links liegen lassen? Das ist eure Entscheidung. Also zur Story werden die wahrscheinlich nicht sehr viel beitragen. Die einzige Chance ist natürlich, dass man hier vielleicht den einen oder anderen Gegenstand findet, obwohl man da auch eher, glaube ich, bessere Gegenstände findet, wenn man einfach weitergeht und in höherlevelige Gebiete reist. Aber ich würde mal sagen, das entscheidet ihr einfach mit. Da richte ich mich eigentlich komplett nach euch. So, die Stofftunika können wir jetzt auch anziehen. Und das Schwert macht weniger Schaden als unser
mehrere Keule. Ja, hier ist es so, dass eben auch die Nahkampfwaffen Einfluss auf unseren Schaden haben. Das kennt der ein oder andere ja vielleicht schon aus dem Beta-Video, was ich da mal hochgeladen hatte. Deswegen habe ich die Keule ausgerüstet und nicht diesen Stab. Aber ich denke mal, später wird auch definitiv der Stab dann besser sein. Ich denke, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die haben ja bestimmt dann dafür tolle magische Eigenschaften, die wir gebrauchen können. Ah, das wird sich alles zeigen, Leute. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir noch so an Items finden. Handaxt. So, was geht hier? 4,5. Ja, ist auch nichts wert, der Spaß. Deswegen werfe ich diese normalen Gegenstände jetzt hier einfach mal weg. Also, Gold bringen die nicht so wirklich. Für 2 Gold will ich die jetzt hier nicht mit mir rumschleppen. Da bin ich mir zu fein für, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, ach, der Aufgestandene versteckt sich hier hinter dem Zaun, oder wie sehe ich das? So, die wandelnde Leiche können wir mal mit unserer Dingens besiegen. Und ja, es gibt wieder den nächsten Stufenaufstieg. Und hier bekommen wir jetzt den Schockimpuls. Ihr seht schon, ihr sendet eine Welle mit mittlerer Reichweite aus. 3 unberechenbare, bla bla bla. Ich zeige euch das einfach mal. Macht 105% Waffenschaden als Blitzschaden und sieht so aus hier. Ich werde trotzdem erstmal bei meinem... Ey, na, S muss ich drücken. Ich werde erstmal bei meinem magischen Geschoss bleiben. Denn da kann ich immerhin selbst kontrollieren, wo es hinfliegen soll. Macht auch ein bisschen mehr Schaden, 110%. Aber ihr müsst halt auch bedenken, trifft natürlich nur einen Gegner. Das andere Teil könnte 3 auf einmal treffen. Also wenn eine Gegnerhorde... Huch, was wollt ihr denn hier von mir? Wenn eine Gegnerhorde kommt, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Was ist mit dem Dolch? 8,4. Ja, seht ihr wohl. Würde ich mal sagen, rein damit. Können wir gleich schon wieder mehr Damage austeilen. So, da unten ist die nächste Mutter. Naja, war die nächste Mutter. Und auch er will nochmal seinen Senf dazu beitragen. Kannst du aber knicken, mein Lieber. Eine Hose mit 7 brauchen wir nicht. Und ja, dann gehen wir gleich mal in den modrigen Keller da vorne. Ach, nee, der klamme Keller. Okay, der modrige Keller, den haben wir ja schon. Wo sind all die Schätze? Und da oben sehen wir jetzt unseren ersten Champion. Sarkos heißt er. Beziehungsweise, ich glaube, das war kein Champion, das war ein einzigartiges Monster. Also ich weiß noch nicht ganz genau, welche jetzt einzigartig sind, welche selten sind und so weiter. So, Schuhe haben wir auch noch nicht. Und ja, ihr seht schon, wir haben die ersten Handschuhe, die Eiferhandschuhe, die die Angriffsgeschwindigkeit nochmal erhöhen und 4 Rüstungen uns natürlich nochmal gegeben. Deswegen ziehen wir die auch direkt an. Die anderen hier können weg und auch die Schuhe ziehen wir direkt an, denn so ganz barfuß hier durch die Einöde zu rennen, ist nun wirklich nicht das Wahre. 3 scheußliche Mütter sind getötet worden von uns. Das heißt, die Quest haben wir schon mal erfolgreich abgeschlossen, beziehungsweise den Bonus zu der Quest. Das ist nämlich nur alternativ gewesen. Hat natürlich dementsprechend dann auch ein bisschen Erfahrung gebracht. Und jetzt müssen wir noch die scheußliche Königin umbringen. Und das ist die gute Frau hier vorne. Und ihr seht schon, auch die hat uns nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Wir sammeln nochmal das Gold hier ein. Und dann kümmern wir uns nochmal hier um diese kleine, aber feine Gegnerhorde. Einmal schön mit unserem Eisstrahl rein. Und dann ist hier Ruhe im Puff. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück nach Neu-Tristram. Und ja, ich würde mal einfach sagen, an dieser Stelle sehen wir uns dann im nächsten Part. Dann werden wir wieder mit Hauptmann Rumford sprechen. Also verpasst nicht die nächste Folge von Let's Play Diablo 3. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und ich würde mich freuen, wenn du das Projekt ein wenig unterstützt und vielleicht den Part hier bewertest. Vielen Dank dafür und mach dir noch einen schönen Tag. Ciao!